Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen 3. Wir haben letztens Takarigua hier fertig gemacht, sozusagen. Haben das Kristallportal hier in der Höhle zerstört und werden jetzt ja zu irgendeiner Insel fahren. Antigua oder Taranis, mal gucken. Aber wahrscheinlich werden wir eine Seeschlacht schlagen müssen, denn mein Steuermann hat mich schon gewarnt, dass Captain Morgan hier umherstreift in der Südsee. Und vielleicht wird er uns angreifen, das werden wir dann sehen. Crew, Wo soll ich das? Spitzel auf Kila. Okay, wir haben ja eigentlich unsere Crew voll. Unsere Crew ist voll, ja. Genau. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wo wir noch was abgeben können. Antigua. Können wir einen Schatz bergen? Kalador auch einen Schatz. Ja, gut. Oh, Kila einen Schatz. Überall Schätze. Taranis. Ran ist relativ viel. Waffen. Kalador und hier. Nicht. Legendäre Gegenstände. Wir schauen mal, ob wir noch ein paar legendäre Gegenstände bekommen. Kalador. Kila. Kila haben wir hier. Kalador haben wir nochmal. Wo ist das? Antigua. Kalador, wo ist das hier? Kalador, oh, vieles ist auf Kalador. Kila, nee. Kila, Antigua. Ja, okay. Wir gehen nach Antigua. Ich will dann erstmal diese kleinen Sachen weghaben. Ich würde sagen, wir gehen nach Antigua. Ist Antigua, ja. So. Ha! Auf nach Antigua. Ja. Du verlässt Takarigua. Ich bin aber noch nicht angekommen. Das heißt jetzt, was passiert? Bones! Wer ist es? Ist es Captain Morgan oder was? Der tanzt da mit seinem Arsch rum. Oh, Vater. Oh. Oh. Seeschlacht. Die werden wir kaputt hauen, ich sag's euch. Wer weiß, vielleicht. Komm schon, Bones. Ja, guter Mann. Vielleicht will er sich ergeben und uns dann Treue schwören. Wer weiß es. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Aber ich habe ja meinen guten Feuerhandschuh. Werf die Bombe rüber! Ich hätte sie nicht ins Meer geschmissen, sondern... Ja, easy. Schnell zur Bombe, schnell zur Bombe, schnell runterschmeißen. Die hätte es schmeißen. Oh, jetzt gegen drei. Hier. Zu zweit kommen die hier nicht hoch. Oder auf jeden Fall nicht. Zu dritt.
So. Leicht ist das Spiel. Mal gucken, ob jetzt noch 4 kommen. Kriege ich irgendwas von denen? Ich glaube nicht. Egal, einfach schnell den Scheiß hier wegschmeißen. So. Das haben wir gut geschafft. Rüber! Oh. Oh, ich muss aufpassen. Damn it! Okay, ich muss es ein bisschen. Gegen einzelne Gegner ist es gut, Feuer, aber gegen viele ist es dann schwierig. Okay. Ja, easy. Na, hole ich den Hund einfach gleich. Weg damit. Einfach schneller heilen. Jetzt schon. Ich kann ja auch sofort heilen mit rum. Das machen wir auch. Oh. Hä? Jo, was war das denn jetzt? Mit. So, jetzt habe ich einen Hund mir beschworen. Gut, der eine kämpft gegen den Hund, ich gegen zwei. Mein Hund ist schon kaputt. Ja, egal. Jetzt haben wir den hier. Ist das Captain Morgan oder was? Da, jetzt heißt es du oder ich und ich sag ich! Nee, im Einzelkampf. Bist du mir unterlegen? Gewonnen! Woo! Ich will auch so eine coole grüne Flamme hinten drauf haben. Oh Mann, ich wollte den noch plündern, den Typ. Egal, Seeschlacht erfolgreich geschlagen. Sehr gut. Idioten, was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Sehr gut. Allianz mit den abtrünnigen Piraten, voll gut. Und jetzt erstmal die Sachen hier anschauen. So. Bösartig 2, warum habe ich... Egal. Das sieht besser aus. Eigentlich der. Aber der sieht. Das sieht verwegener aus. Gut.
Körper. Klingensicher, und was habe ich hier? Klingensicher, magiesicher minus 10, aber kugelsicher und klingensicher. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das behalten wir mal. Beine. Da ist die Hose natürlich besser. Füße, morgens Stiefel. Ein bisschen besser sind sie. Ah, sehr schön. Gut, 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 gut. Habe ich irgendwas sonst noch bekommen? Ich habe eigentlich nicht irgendwie so eine Waffe von dem. Nee. Wen nehme ich denn jetzt hier mit? Horas vielleicht. Vielleicht Patty? Wo ist denn Patty? Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Was ist mit dir? Die kommt jetzt mit. Gut. So, dann gucken wir mal, was es hier drüben so gibt zum Hafen. Antigua. Hier kommen alte Erinnerungen hoch. Also, da ist ein Schatz. Dann gehen wir doch da hin. Wir gehen zuerst hier bei Alvarez. Oder wie heißt er? Bei dem Admiral vorbei. Was ist das für einer? Ja, schön, dass du dich so beklauen lässt. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Captain Morgans Schiff liegt im Hafen vor Anker. Und die Mannschaft? Die kämpft ab jetzt für uns. Großartig. Das hast du gut gemacht, mein Junge. Tja, es sind jetzt ein paar Mäuler mehr, die wir stopfen müssen. Hier, nimm dieses Gold. Das wird hoffentlich dabei helfen. Denke, das reicht fürs Erste. Wir brauchen die Unterstützung der anderen Gemeinschaften. Erst wenn wir genug Kampfkraft in unserem Hafen versammelt haben, werden wir Crow die Stirn bieten können. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Ich bin noch nicht gut genug. Okay, gut. Dann gehen wir doch einfach hier zum... ich glaube, den Schatz habe ich jetzt... den Schatz habe ich... Oh. Den Schatz habe ich gerade anvisiert, wie auch immer. Wir können aber mal kurz in der Kneipe vorbeischauen, weil ich da lange nicht war. Ob es irgendwas Neues gibt. Was hat Morgan sich bloß dabei gedacht? Ich schätze, er hat die letzten Wochen gar nichts mehr gedacht. Wir bauen die... Ich habe wirklich gerade gedacht, ich... Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Ja. Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen! Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Wie machen sich Morgans Männer? Eine schlagkräftige Truppe. Hardstyle. Für mich Servus, sind es was allerdings geht. Immer noch Slains Männer. Ja, ich habe von dem Säufer Morgan nie viel gehalten, wenn ich ehrlich bin. Besser für alle, dass er weg ist. Und 9 Jahre alt. Nur unter uns beiden. Er hat bei mir mal eine Rechnung mit einer Schatzkarte beglichen. Wenn du willst, verkaufe ich sie dir. Ich komme eh nicht dazu, nach seinem Schatz zu suchen. Klar, was? 150 Gold? Erzähl mir mehr über Morgan. Alles, was im fernsten Sinne mit Gothic zu tun hat. Ich bin bei den Magiern. Ich habe ihm natürlich es ist so einfach mit dem Handschuh. Naja, warum sollte er es ist so komplett flügen? Einfach. Als er dann wieder mal bei mir anschreiben lassen wollte, habe ich ihn mit der Karte zahlen lassen. Aber ich hatte er schon sagte, davor... Er hätte seinen das mal Schatz auf einer Insel voller Eingeborener verbuddelt, wo kein Schwein ihn finden kann. Naja, und das war's im Großen und Ganzen.
Als ob ich das jetzt nicht kaufe. Gib mir morgens Schatzkarte. Klasse, endlich. Ich bin aber jetzt erst zu den Magiern gekommen, nachdem ich alle Inseln schon bereist hatte. So. Und jetzt schauen wir halt hier lang. Und jetzt geben wir auf den ganzen Inseln die Quests ab. Und suchen die letzten legendären Gegenstände und so weiter und so fort. Die letzten Schätze. Was ist da oben? Da oben ist noch. Und ich habe jetzt endlich gecheckt, wie das hier mit dem Auge funktioniert. Magier ist, ich glaube, mit den Tränken kannst du auch solche Sachen wie das hier machen, aber Magier ist schon... Ich wollte halt mal einfach Magier sein. War schon alles Mögliche in allen möglichen Spielen, aber bei Risen 2 weiß ich gar nicht mehr, wie das mit den Gilden war oder Fraktionen. Hier müsste doch irgendwo der Schatz sein. Nein, noch ein bisschen. Dann muss ich hier hoch. Ja. Gut, dass ich so gut klettern kann. Das ist mein erster Run hier, ja. Ich habe kurz vor der Fraktionswahl oder dass ich da eingetreten bin. Halt. Habe ich abgespeichert, das heißt, theoretisch könnte ich direkt dann da einfach laden und dann in bei Kila, bei den Eingeborenen zum Beispiel, da habe ich auch direkt, da habe ich alle Quests gemacht, so dass ich da nur noch was abgeben muss und dann wäre ich da drinne. So, was haben wir hier Schönes? Zerstörter Brustpanzer, das muss ich aufschreiben. Ich speichere alles, nämlich ich lade alles hoch auf YouTube. So, zerstörter Brustpanzer. War das jetzt was Legendäres? Ja, das war jetzt bei 18.10 ungefähr. Weil ich in die Beschreibung schreibe ich das dann immer rein. Zerstörter Brustpanzer. Gut. Stimmt, ich glaube, Voodoo gab es im zweiten Teil auch schon. Ja, also man konnte es machen. Ich glaube, da war ich Voodoo-Typ. Weiß gar nicht. So. Hast du auch... Ja, das ist wieder so eine Standardfrage. Antigua. Aber hast du auch, Antigua und dann ist es auf Kila. Na gut. Dann gab es hier doch noch eine legendäre Gegenstände. Hast du Gothic gespielt? Ah, ja. Was... Also Elex 1, 2 und Risen und Gothic und die also Nacht des Raben und alles mögliche, also die Add-ons, was gibt's denn sonst noch? Das Gothic Remake und die Mods, das müsste ich jetzt in Steam schauen, wie das heißt. Was gibt's denn sonst noch? Also es gibt ja noch mehr, mir fällt's gerade nur nicht ein. Was fandest du von dem ganzen Zeug gut oder so? Die ersten zwei, drei Plätze. Elex steht auch noch auf meiner Liste, beide Teile. So, was ist denn hier auf Antigua? Alador. Ist hier vielleicht? Nein. Ida. Bis hier. Okay. Wo ist es? Wo ist es da vorne? Im Hafen oder was? Okay. Mal gucken, ob ich das so sehe.
Da hier unten. Vorsichtig hier runter. Tatsache, geil. Glasschwert. Jetzt kommt auch die Melodie. Also, was, wann war das jetzt? 21:00 ungefähr, Glasschwert. Glasschwert. Ach so, jetzt hätte ich vielleicht mal... So, liebe Leute, wir haben gerade das Glasschwert gefunden. Nahkampf plus 5 und zwar hier unten am Hafen von Antigua. Genau hier unterm Steg. Und davor haben wir den zerstörten Brustpanzer, womit man Klingensicher plus 10 bekommt, gefunden. Und zwar auch hier auf Antigua und zwar hier hinten. Musste mal einen Schatz ausgraben hier. Und dann war das da drin. So. Das ist später wichtig für die YouTube-Videos. So. Gothic 2, okay. Und im Gegensatz zu vielen, anstatt Risen 2 mag ich 3 lieber. Boah. Das ist schwierig. Risen 3. Du bist jetzt schon der Zweite, der das sagt. Nein, diese Kette habe ich noch nicht, glaube ich. Und das war bei Risen 2 auch das Blöde. Ich hab alles abgeschlossen und hatte so ein paar Skills nicht auf 100%, weswegen ich ein paar Achievements dann nicht bekommen hatte, aber das war mir dann auch, das habe ich dann auch nicht gemacht nochmal oder wollte es dann nicht machen. Weil ich habe das, da gab es auch so einen Erfahrungsgegenstand, legendären Gegenstand, wo man mehr Erfahrung, 5 oder 10% war es, glaube ich, auch im zweiten Teil. Und den habe ich als letztes gefunden und nur weil ich vergessen habe, eine Kurve abzubiegen. Das war, glaube ich, auch hier in Antigua. Und da lag das dann rum. Und die Kette, jetzt schaue ich mal rein. Habe ich eine Kette. Glasschwert zerstört, muss man. Viole zerstört, blaue Federn, Fleiß. Zerbrunner Dietrich. Genau, die Kette habe ich nicht. Schade. Fußkette. Aber weißt du, wo es die... Weißt du noch, wo es die gab? Ich glaube, Risen 2 und 3 finde ich ungefähr gleich gut. Ja. Wenn dir einfällt, wo es das Ding gab, sonst müsste ich nachschauen, aber ich will es ja auch nicht, ich will ja auch das so durch, ja, man kann das natürlich nachschauen. Aber im echten Leben, ich als alter Pirat kann ja auch nicht einfach sagen, ja, hey, hätte ich das schon früher gewusst. Wenn man die Zukunft schauen könnte. Schade, das Kette habe ich nicht. Ja. Boah, verdammt, jetzt wo ich es weiß, muss ich es wieder nachschauen. Jetzt müsste das Licht ein bisschen besser sein. Aber jetzt schauen wir erstmal hier trotzdem noch weiter. Kina, Greifzange, Taranis. Taranis, Sonnenkristall. Ich hatte doch noch hier was auf Antigua. Dachte ich zumindest. Ist hier vielleicht? Nee. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt einfach nach. Das hier ist... Wo war der Schatz nochmal? Der Schatz war... auf. Ja, okay, dann gehen wir jetzt einfach wieder nach Kalador.
Nebelinsel. Aber Nebelinsel, ich weiß, im zweiten Teil gab es eine Nebelinsel, aber und ich habe die, aber vielleicht kommt ja hier auch eine neue Insel. Ich habe die hier jetzt noch nicht, außer es ist eine, außer es gehört zu einer, zu einem Add-on, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das hier ist, glaube ich, also das müsste ganz normal die Standardversion sein, ohne nichts, ohne weitere Sachen. Da hinten ist das Ruderboot. Du bist zumindest auf jeden Fall der zweite Typ, der den dritten Teil besser fand als den zweiten. Ich kann da jetzt nichts, kann da keinen Favoriten sagen. Weltenbummler, ja Mann. Noch fünfmal hin und her reißen und dann habe ich das nächste Achievement frei. Ich spiele übrigens auf bösartig oder halt auf dämonisch, aber ich habe leider vorhin 2 Punkte plus bei meiner Gesinnung bekommen. So, wir sind jetzt wieder in Kalador. Ich fürchte, deine bösen Taten haben hier Früchte getragen. Crow war hier. Er hat irgendwas mit der Eisenbucht gemacht. Bin ich wieder schuld. Wir sollten nach einem Schattenlord Ausschau halten. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Nein. Wen nehmen wir denn jetzt mit? Hier, ich habe leider hier 2 Pluspunkte bekommen. Captain ist sehr böse und bringt Jaffa ins Verderben. Darum muss Jaffa jetzt gehen. Miss Sada. Dann lass dich nicht aufhalten. Jaffa sehr traurig, aber wünscht Captain, dass er nicht wie die Schatten wird. Vielleicht bist du ja eines Tages etwas schlauer. Leb wohl. Einfach. Der geht einfach. Der geht einfach. Wow! Der ist sogar im Menü wieder weg. Was geht? Aber ich will's auf Böse jetzt halt durchspielen. Oder soll ich Mendoza mitnehmen? Komm, ich nehm den mal mit. Verdammt, ich hab so langsam die Schnauze gestrichen voll. Gib mir meinen Seelensplitter und lass mich endlich gehen. Keine Chance. Ich kann auf deine Kampfkraft nicht verzichten. Ah, verdammter Mistkerl. Männer wie dich habe ich zu Lebzeiten vierteilen lassen. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder. Komm mit. Wird gemacht. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal rüber. Oh, hier sind ja direkt schon... Der ist ja schon stark. Der Mendoza, gut. Du Mist, wie sollst du mich kennenlernen? Aber ist ja gut, wenn durch meine Bösartigkeit neue Schergen gekommen sind, denn somit kriege ich wieder ein paar Erfahrungspunkte. Zurück in die Schatten mit dir. Was? Was war jetzt los? Ich konnte mich aus irgendeinem Grund nicht befreien. Gut, zum Glück hat es hier Auto gespeichert. Ich sehe eher aus wie ein Samurai, finde ich. Mit Captain Morgans Zeug. Das war's dann wohl.
kommt Ärger auf uns zu. Ja, genau. Gut, die haben wir kurz kaputt gehauen. So, mal gucken, ob das ganze Dorf jetzt hier ausgelöscht ist. Was für ein erbärmlicher Ort. Geradezu ideal für jemanden wie dich. Bester Mann. Tja, dann... Tja, die sind wohl alle am Arsch. Die sind wohl alle am Arsch. Zurück in die Schatten mit dir! Dieses Dämonenpack. Neuzeit, da habe ich doch alles schon. Gut, dann gehen wir mal in die Feste. Obwohl, wir können auch erstmal hierher gehen und schauen, ob es hier Neuigkeiten irgendwie gibt. Gold und Diamanten. Das schmeckt eine Frau. Trinksucht. Von diesem Laster wird sich der Mensch nie befreien. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt erstmal in der Taverne Pause machen, bevor ich bericht. Alter, der macht aber ganz schön lange Pause, würde ich sagen. Bravo. Okay, zeig mir deinen Kram. Was hat denn der noch sonst so? Uralter Degen. Und im Herz. Hätte ich das dem vielleicht verkauft? Warum haben die Götter uns verlassen? Warum? Willst du dir etwas verdienen? Klar, was möchtest du? Noch nicht gut genug, glaube ich. Was kann der mir noch so beibringen? Wenn das Gold stimmt, gerne. Bring mir... Okay. Okay, jetzt... Wenigstens hatte ich so viel Gold, wie viel habe ich jetzt noch? Gut, ich habe... Wenn ich auch draufklicke, bin ich selber... Ich selber schuld, okay. Oh, was gibt's? Oha. Ich komm hierher und direkt. Oha, direkt Schlägerei. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was ist das für eine Schlacht? Alter. Das habe ich doch von Weitem gesehen. Ich habe halt ein Scharfauge. Das war ja eine krasse Stegerei hier. Mit ein paar Toten. Da versuche ich es lieber mal nicht. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Aber ich könnte ja mal schauen. Taschendiebstahl. Es hat schon Taschendiebstahl plus 10.
Gut, und Piratenanhänger. Oh, Taschendiebstahl. 10, dann müsste ich jetzt bei 110 sein. Will es auf jeden Fall auf Nummer sicher machen. Bei 100. Okay, und wenn ich jetzt Trank des Diebes nehme. Einmal nur noch habe ich den. Aber ich kann den ja irgendwo wieder kaufen. Dann nehme ich den jetzt. Drachenfeuer erhalten. Geil. Drachenfeuer einfach erhalten. Das ist eine Hauptwaffe. Drachenfeuer, oha. 6 bis 65. Und das kann ich. Großkalibrige Büchse mit enormem Schaden. Kritischer Trefferchance 82%. Was geht? Und das kann ich zu Wolfsrachen weiterentwickeln. 8 bis 80. Reichweite 2. 8 bis 80. Oha. Diese reich verzierte Büchse wurde von einem Meister seines Fachs gefertigt. Jo, sehr schön, okay. Jetzt gucken wir mal, was es hier Neues gibt. Dieser verfluchte Crow hat am Strand der Eisenbucht einen Schattenlord von der Kette gelassen. Überall wimmelt es von seinen Schergen. Das Fischerdorf ist völlig überrannt worden. Sie wagen sich sogar jetzt bis nicht hier mehr oben zur Zitadelle. Diese Mauern verkünden eine Botschaft für die Nachwelt. Ach ja? Die wahre Stärke der Menschen liegt nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Wegen Grace. Grace hat einen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich zwar nicht Seele, ich hätte es an deiner Stelle haben, nicht so aber eilig. Ich bin trotzdem ehrlich. Ah, sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke, sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Diamantschleifer? Der Diamantschleifer? 39... Oh shit, falscher Knopf. Der Diamant. Heute geht's ja richtig. Stichwaffen plus 10, es war bei 39 ungefähr. Ja. Diamantschleifer. Okay, sehr schön. Gucken wir mal weiter. Ich bin auf der Suche nach reinem Eisenerz. Ach, und was habe ich damit zu tun? Du kannst mir sicher sagen, wo ich welches bekomme. Ja, dazu musst du nicht einmal weit laufen. Ich verwalte den letzten Rest reinen Eisenerzes. Und ich denke gar nicht daran, es einem der Wächter zu überlassen. Teilen ist wohl nicht gerade deine Stärke. Hör mir gut zu, Junge. Egal, was für Probleme ihr Wächter habt, wir haben genug eigene. Komm schon, wir sitzen alle im selben Boot. Ah, du kannst einem wirklich auf die Nerven gehen. Na schön. Wenn es den Wächtern so ernst ist, dann sollen sie auch zahlen. Ich verlange 1300 Goldstücke. Und anschreiben ist nicht. Uff, Alter. So viel. Wo ist denn dieser Händler? Hier. Na gut. Mal gucken, was Eldrick zu sagen hat. Deine Seele ist finster geworden, mein Junge. Ich hoffe, du weißt, dass das Konsequenzen wirkt. Es macht dich zwar stärker,
aber lockt auch die Schatten an und macht sie nur noch mächtiger. Ja, ich weiß. Ich werde schon damit fertig. Tja, ob alle anderen auch damit fertig werden, macht mir mehr Sorgen. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ich habe ja eh kein Gold gerade. Okay, jetzt schauen wir mal, was auf Kalador nicht alles so ist. So. Da können wir uns direkt hin teleportieren. Diese Festung wäre meiner würdig gewesen. Dafür kommst du ein paar Jahrhunderte zu spät. Was du nicht sagst. Wir müssen da rüber. Immer mal wieder, ob ich irgendwelche Pflanzen irgendwo vergessen habe. Das sieht nicht so aus. Liegt noch jemand? Nee, da komme ich so nicht hin. Komme ich da irgendwie rein? Komme ich da irgendwie rein? Drehschalter. Oh. Hm? Ja, direkt geschafft, Leute. Direkt geschafft, eine Minute. Easy. Dafür perfekt wieder, dass ich das hier, dieses Sicht hier habe. Ja, genau. Vergehe in den Flammen, niedere Kreatur. Ein Teleportstein, sehr schön. Oh, ein Jagdhorn? Bin ich besonders Jagdhorn? Rezept für Trank des ewigen Jägers. Rezept für Schnaps des Alchemisten, Rezept für Schnaps des Blutes, für Schnaps des irgendwas mit Goldes, ja. Des Kämpfers. Des ewigen. Des ewigen Jägers. Fernkampf plus 5. Oh, schön. Flankenbrecher erhalten. Heute finde ich aber echt viel. Hier 25 bis 70. Die schwere Klinge liegt gut in der Hand. Ja, sehr gut. Ja, gut, haben wir wieder was gefunden hier. Auf zum Schatz. Hier. Was werden wir finden?
Forschungsschatz. Ornamentgürtel. Dieser Gürtel gehörte einem harten Kerl. Härte plus 5. 5302. Hier. Ornamentgürtel. Und wir haben hier den Ornamentgürtel gefunden. Härte plus 5. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Und zwar hier auf Kalador in der westlichen Festung. Einfach genau vor einem Grab. Sehr schön. Okay, schauen wir direkt weiter. Legendäre Gegenstände Kalador. Da war da noch mehr. Hila Kalador. Hier drüben, die Gegend haben wir noch gar nicht angeschaut. Da wollte ich erst später eigentlich hin. Aber. Aranis. Okay. Aber wie es aussieht, müssen wir da hin. Das heißt. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal. Endlich hier rüber gehen in diese weiteren Gefilde. Da werden wir als, was weiß ich, als Papagei oder wie auch immer hinfliegen. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Wer war ich da? Oh, war ich hier etwa noch nie? Da hätte er noch nie lang gelaufen. Aufgepasst! Ja, Spinnen und Feuer verträgt sich nicht so. Diesen Spinnen muss Einhalt geboten werden. Komplett easy. Und dann laufen wir gleich mal da hoch. Zu meiner Zeit wurde jeder, der in der Wildnis Zuflucht suchte, zwangsrekrutiert. Ja, zu deiner Zeit. Pass auf dich auf. Pass auf. Danke für den Hinweis. Ich schaue jetzt mal hier hoch. Anscheinend bin ich hier noch nicht lang gelaufen. Auf jeden Fall bist du ein Großkotz. Jetzt wird es ernst. Das war's dann wohl. Gut. Die Ratte überlebt. Nicht lange, wollte ich sagen. Gut. Dann haben wir hier den Rest auch an Artenvielfalt erledigt. Gehen wir halt mal darüber. Theoretisch Mendoza. Der müsste doch eigentlich mitkommen können, denn er ist ja ein Geist. Was juckt denn die Lava? Oh, da vorne wartet schon jemand. Schauen wir doch mal. Alter, ist das
Fließt da irgendwie mehr Lava oder? Was ist mit der Brücke passiert? Hier war mal ein großer Fluss. Aber jetzt, naja, du siehst es ja. Ich habe nicht so genau mitgekriegt, was hier passiert ist. Entweder waren es die Schatten oder die Hitze aus der Schlucht. Diese verdammte Brücke war der einzige Weg zu einem der Bauernhöfe auf der anderen Seite. Warum bist du hier an der Schlucht? Ich beobachte diese verdammten Schatten. Ich gehe sicher, dass keins von diesen Mistviechern über die Schlucht kommt. Durch die Lava? Keine Ahnung, was für Kreaturen sich dort drüben gesammelt haben, seit wir nicht mehr rüberkommen. Sicher ist sicher. Ich halte Wache. Du hast doch bestimmt noch etwas zu tun. Ja, ich flieg da jetzt rüber. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Was hältst du davon, wenn ich dir einen Tritt gebe und du mit der Lava Bekanntschaft? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Ich habe großen Respekt vor der alten Kultur der dunklen Krieger von Kalador. Wow, und das aus deinem Mund. Ja, jedoch ist die große Zeit der Dämonenjäger schon lange vorbei. Wenn sie erst wieder zu ihrer alten Stärke finden würden. Aber das werden sie nicht. Okay, dann fliege ich da jetzt rüber. Ich speichere mal kurz ab. Ja. Ich warte hier. Ey. Ich kann da nicht rüberfliegen. Bin bei dir. Ich kann da nicht rüberfliegen. Muss ich hier runter und darüber schwimmen? Maybe. Also der erste Plan hat schon mal nicht funktioniert. Hier hinten war ich anscheinend auch noch nicht. Jetzt wird es ernst. Okay, der ist wohl immun dagegen. Dann rechte Hand. Obwohl. Eisiger Griff. Ja klar. Feuer gegen Eis. Schaut mal euch an, wie... Je größer der Gegner, desto größer der Ruhm. Ha. Okay, dann machen wir jetzt mal so weiter. Okay, hier diese Gegend habe ich wohl auch noch nicht erkundet, aber machen wir ja jetzt. Bis er da ist, ist er halb tot. Je größer der Gegner, desto einfacher das Zielen. Wir können unten lang. Hier fließt die Lava in die See. Genug gekrabbelt. Oh, ein Apfel. Ich mag Äpfel. Schmecken sehr gut und sind gesund. So, Apple a day gibt es Dr. Way. Apfel. So, wir schauen hier rüber noch kurz. Ach so, und da geht's nach da hinten. Okay. Verstehe. Gut. Ja, dann versuchen wir doch einfach rüber zu schwimmen.
hier darüber an den Strand. Das müssen wir doch schaffen von hier. Ihr dürft es auch noch nicht ganz so... Ey. Ihr dürft es auch noch nicht ganz so... Ah, okay, das geht anscheinend nicht. Ganz so... kalt sein, wollte ich sagen. Egal. Dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach Antigua. Batz.